Wie Weihnachten worden ist. Ein bayerisches Weihnachtsevangelium nach Prälat Max Huber. Grußworte: erste Bürgermeisterin Dagmar Feicht und Pfarrer Hans Heindl. Sehr geehrte Zuschauerinnen, sehr geehrte Zuschauer, natürlich hätten wir Weihnachten am liebsten gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber selbstverständlich auch mit den Gästen und treuen Freunden unseres ländlichen Bades hier in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt gefeiert. Wir alle wissen, wie gewohnt geht das heuer leider nicht. Trotzdem ist es uns wichtig, Ihnen allen eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Wir sind dabei auf das bayerische Weihnachtsevangelium von Pfarrer Max Huber gestoßen, das Bertram Neureiter gleich lesen wird. Ich finde, es ist eine Geschichte, die perfekt in unseren Kurort und in unsere Pfarrei passt. Schließlich gibt es hier ein Krippal, das die Weihnachtsgeschichte ins Rottal, ja sogar eindeutig erkennbar, nach Bad Birnbach versetzt. Das Krippal haben wir deswegen auch als Kulisse für die heutige Lesung gewählt. Es ist ein Weihnachten, das wir heuer unter besonderen Umständen feiern. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes, friedvolles und schönes Weihnachtsfest, einen guten Start in das Jahr 2021 und bleiben Sie gesund. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. In diesem Sinne, bis bald im ländlichen Bad. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich denke, es sind nicht wenige Menschen, die sich sehr darüber ärgern, dass das Weihnachtenfeiern in diesem Jahr nicht so sein kann wie immer. Außer denen, die die Jahre des Zweiten Weltkriegs miterlebt haben, konnte sich das wohl kaum einer vorstellen, dass es jemals so sein würde. Lockdown ist in diesen Tagen staatlich verordnet. Und Stille tritt ein in den adventlichen Tagen auch zum Weihnachtsfest. Vielleicht ist dies eine Gelegenheit für alle Getauften, für die dieses Kind in der Krippe eine größere Bedeutung hat als nur ein niedliches Beiwerk neben dem Christbaum, an dem zwischen Strohsternen und blauen Glitzerkugeln seit neuestem auch Weihnachtsmännerköpfe mit Maske und Weißwürst aus der Glasmanufaktur hängen. Es ist für uns Christen die Gelegenheit, dem Geheimnis der Weihnacht auf die Spur zu kommen, von der Geburt des Herrn unser Herz berühren zu lassen. Vielleicht zum ersten Mal im Leben, weil aller Glitzer, aller weihnachtlicher Kommerz, weil alles wegfällt, was Herz und Sinne ablenkt von der zentralen Botschaft der Heiligen Nacht. Gott wird Mensch. In der Stille geschieht Gottes Begegnung, weil da alles wegfällt, was die Sicht auf das Geschehen der Weihnacht verstellt. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass es sich in den letzten Tagen herauskristallisiert hat, dass die verordneten stillen Tage der Lockdown nun bereits auch die letzten Tage der Adventszeit umfasst. Dadurch haben wir die Chance, auch den rechten Sinn des Advents zu erfassen. Zur Ruhe kommen, sich besinnen, die eigene Seele in den Blick zu nehmen, den Mut haben, ihr zu geben, was ihr gut tut. Den Mut haben, wegzulassen, was ihr nicht gut tut. Und so Schritt für Schritt, Tag für Tag, auf Weihnachten zugehen. Das ist Advent. Aktives, persönliches Warten auf den Herrn. Max Huber, Prälat und früherer Domkapitular in Passau und Autor, kann uns mit seinen bayerischen Versen mit dem Titel »Wie er Weihnachten worden ist« dabei helfen, die Geschichte, das Werden der Weihnacht zu verstehen.
Denn es gibt ja nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern auch eine Vorgeschichte. Und wir selber, alle Christen, sollten jede und jeder die weihnachtliche Nachgeschichte schreiben mit unserem eigenen christlichen Leben. Vielleicht denken wir am diesjährigen Weihnachtsfest besonders an Prälat Huber und beten für ihn. Er ist vor wenigen Tagen am 11. Dezember 2020 im 92. Lebensjahr verstorben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen im Namen des Seelsorgeteams des Pfarrverbandes Bad Birnbach ein frohes Weihnachtsfest und Gottes reichen Segen im neuen Jahr 2021. Ob es klappt oder nicht, und fast, klingt es ein wenig spassig und ist doch so. Aber die Wirklichkeit ist die Geschichte von Weihnachten eine Ostergeschichte. Wer sich auskennt an der Bibel im Neuen Testament, der weiß, dass der Anfang von Jesus, seine Geburt also, zunächst gar nicht so gefragt war. Viel wichtiger war es den ersten Christen, dass deutlich worden ist, dass der Jesus von Nazareth, den der Pilatus und seine hohen Priester ans Kreuz genagelt haben, nicht für alle untergegangen ist. Den hat der Herrgott wieder aufgeweckt. Erst wie die Christen gespannt haben, dass der Glauben an die Auferstehung Jesu hat und auch mit dem Tod durchgedruckt, wie es gemerkt haben also, dass man mit Jesus nicht bloß leben kann, sondern auch sterben kann. Eine Botschaft, die nimmer zum Umbringen war. Erst dann haben sie zurück ausgefragt, wie hat's denn angefangen mit dem Jesus von Nazareth? Wo stammt er denn an? Wer sind seine Eltern? Und wo ist er geboren? Eine Geschichte, die uns alles antut. Die und mich und alle. Die spüren, dass der Mensch, wenn er bloß der ist, der er gern sei, möchte, nur lang nicht der ist, der er sei soll. Und deswegen ist er geboren, der Jesus. Und schon bei seiner Geburt hat es Leute gegeben, einfache und gescheide,
Arme und Reiche, Kleine und Große, Maria, an Josef, die Hirten von Bethlehem und die Weisen aus dem Morgenland. Den ihr Licht aufgegangen ist, die es gespannt haben, wer der Säugling von Bethlehem in Wirklichkeit ist. Uns kommt leicht sein, dass auch dir ein Licht aufgeht. Drum, mir kauf und los zu. Tu dich auf und wir gehen auf Bethlehem zu, wie die Hirten, wenn ich es nur einmal verzeih, die Geschichte, wie Weihnachten worden ist. Zur selben Zeit wird Judäa regiert, der König Herodes sein Zepter hat geführt, hat gelebt in seinem Gau, der Priester Zacharias und dem seine Frau. Der Zacharias hat seine Elisabeth Ming und trotzdem ist er ausblieben, der Kindersing. Aber dann, der Herrgott hat seine Bitten vernommen, seine Frau kriegt ein Kind, wird in die Hoffnung kommen. Johannes soll es heißen. Und groß wird die Freude und gefreut sind sie drüber andere Leute. Vor Gott wird er groß sein. Er fühlt ganz vom Geist, der das Kind von der Zeit schon ein Mutterschoß weist. Mit der Kraft vom Elias bekehrt er die Leute und macht die Israeliten für den Himmel bereit. 6 Monate danach hat eine ganz junge Frau, gerade wie der Zacharias, eine ähnliche Schau. War nicht mehr ganz ledig und hat gehört bereits an, am Zimmermann Josef, ihrem künftigen Mann. Daheim war sie in Nazareth. Das war der Kopf. Hat sie niemand gerannt drum, weder Kaiser noch Pfaff. Und wo es auch niemand nix, das ausdrücklich nennt. Kein Prophet hat's zitiert, kein Altes Testament. Doch fürs Neue wird's wichtig. Ist Gott gerade dabei und farmert auf der Welt ein neues Zeitalter ein. Erstaunlich wird der Engel Maria begrüßt. Du bist voller Gnade und eine Mutter du wirst. Nicht bloß von einem Kindl, das war ganz normal. Doch das Kindl in dir ist ein besonderer Fall. Maria, der Kind, wird ein Mensch so erschrickt, wenn man merkt, dass Gott selber dahinter steckt. Und dann wird sie sinniert, horcht in sich, wird starrt, denkt nach, was der Gruß wohl bedeuten hat. Du brauchst dir nichts fürchten, sagt der Engel zu ihr. Wer sie Gott überlässt, der geht niemals nicht ihr. Ein Kind wirst empfangen, ein Sohn wirst gebären und der soll auf den Namen Jesus hören. Und groß wird er sein, vom Allerhöchsten der Sohn und der Herr werden setzen auf Davids Thron. Ganz glorlaut fragt's zurück, und wie soll es nachher geschehen, wo der Josef und ich als Eheleid uns erst meng? Bei Gott ist alles möglich, sagt der Engel ihr drauf. Der kennt keine Grenzen und tust die ihm auf. Kommt der Geist über die, wie der Schatten vom Licht. Die Kraft Gottes bewirkt das, was in dir drinnen geschieht. Die Base Elisabeth ist auch schon da, obwohl er es nicht geglaubt hat, der Zacharias, sein Mann. Drauf sagt die Maria, ich lass mich drauf ein, wo ich ganz einfach die Magd von meinem Herrgott sei. Und wirst mir's bedeutet hast, so wo ich's da. Und kaum hat sie's gesagt gehabt, war's wieder allein. Kein Mensch kann die Botschaft alleine ertragen. Maria muss gleich der Elisabeth sagen. Sie hat ja sonst niemand, der sie besser verstand. Darum geht's nach ein Karim übers bergige Land. Und wie es zu seinem Basel das Gute sagt, nach dem Kind unterm Herzen der Elisabeth fragt, da hat sie das Kind im Mutterschoß geriert, als hätt's die Bedeutung vom Augenblick gespürt.
Elisabeth Jubit, vom Geist übermannt. Du bist die gesegnetste Frau im ganzen Land. Und wer bin schon ich, dass die Mutter vom Herrn tut mich und mein Haus mit einem Besuch beehren? Weil's glaubt hast, dass geschirkt wird der Herrgott prophezeit, wärst selig gepriesen in Ewigkeit. Drauf sagte Maria, der Herr, der ist groß und legt uns den Heiland, den Retter, an Schoß. Ein Monat oder zwei ist Maria noch blim, dann hat sie's wieder zurück nach Nazareth drin. Inzwischen ist auch der Johannes geboren, der später vom Herrn ist der Vorläufer geworden. Ja, liebe Leute, ich muss ihn schon sagen, jetzt kommt mir das erste Mal Amen sagen. Auch jetzt, das, was gehabt hat, ein Grundstück, ein Haus, ist gründlich erfasst worden, ist keins gekommen raus. Mit dem Stadthalter Syrien, Quirin hat er geheißen, und seine Finanzleute, da war nicht zum Spaßen. Die haben uns mit Fleiß von den Lebenden genommen, ist uns nicht persönlich zum Einschätzen gekommen. Darum sind er, der Josef und Frau, die Maria, nach Bethlehem hinüber, in Landschaft Judäa. Denn dort war seine Heimat, dort haben sie es erfasst, sein Zeigel, die Grundstück und Steuerlast. In der Bethlehem-Stadt, da hat es gewimmelt vor Leid, Quartiere sind rar, für die Maria wird es Zeit, dass sie eine Liegestadt kriegt, kommt sie in die Wehen etwa gar, weil auch in der Herberg kein Schlafplatz mehr war. Zuletzt findet sie eine Unterkunft, draußen im Stall, allweil noch besser als wir nix in dem traubigen Fall. Haben wir der Dach über den Kopf und zum wärmeren Strah. In der Not tut's eine sichere Liegestatt auch. Obwohl, wenn man's weiß und dann alles Sand bedingt, wer das Kind in Paris, das zum Leben hindringt, dann wirst ganz sinniert und es leichter kam ein, warum der erst schrau
in einem Stall müssen sein. Ganz starr ist er gekommen, der Heiland der Welt, auf der Straße, in einem Stall, auf einem Hirtenfeld. Wie ein Mensch ohne Ausweis, ein Flüchtling bloß. Nicht weiß, wo er hingehört, so heimatlos. Jeder Vogel hat sein Nest, jeder Fuchs hat sein Bau. Doch der Herr von der Welt, wenn man's anschaut, genau, der fand bald keinen Platz, dass er einen Anfang ernimmt, obwohl er doch wie in sein Eigentum kommt. Und er kommt als ein Kind, mit einem urigen Schrauer, wie der Mensch halt so geboren wird, so runzelt und klar. Und Maria, die wickelt in Windeln ihr Kind und legt's in der Krippen, an der Stallwind hin. Und Stern, die haben gelacht. Und der Mondschein hat gleicht. Als war's gar nichts Besonderes, die selbige Nacht. Und's konnten allein die Eltern kaum bezeigen, dass Gott ist ein Mensch geworden. So einfach und ein. Die Botschaft von Gott, der Mensch geworden ist, wohl bleibt für ewig ein Krippengeheimnis. Hätt Gott nicht von selber der Menschheit bedeutet, dass der Jesus viel mehrer ist, als wie der Kind armer Leid. Kein Kaiser wird's inner, kein König, kein Herr, aber einfache Hirten kriegt zuerst die Ehre. Und dies nimmt ein Wunder, weil sei mal ganz gewiss, ein Hirt, ein ganzer armer Teufel gewesen ist. Was Handwerker nicht schön und wichtig, sie seien waren wenig geschätzt, viel dreckiger die Arbeit und ein Scheiterer, wenn's tratzt. Für Dieb hat man's gehalten, Raubürste und schlecht. Sitzt Messer schön locker, wenn Gott einer möchte. Dann waren's auch zwing fromm in pharisäische Augen. Als Zeugen vor Gericht, taten's gleich gar nichts taugen. Keins wert, dass man sich um seine Seelenheit rannt. Vor Gott seien die Wing, wie am jeden bekannt. So kund man sie täuschen, der Mensch meint eher denkt und setzt seine Maßstäbe. Doch der Herrgott, der lenkt. Und weil er sein Arm waren und ein unterster Knecht, drum sind ihm die Bethlehem-Hirten nicht schlecht. Im Gegenteil, Gott weiß um das tragische Gesetz, dass oftmals ein Vorurteil, Hass oder Hitz, einem grad zu dem ummodeln kann, wer man zuerst gar nicht war und auch nicht kennt. Die einen haben stormiert an der Lauberhütte geträumt, die anderen traumhappert am Feuer sich gewärmt. Da ist, als hätt's kiemit, wie ein Blitzlicht so grei. Ganz wullert sind's aufgefahren in Tee und sind aufgesprungen Schnee. Wie der Feuersbrunst lodert's um ihren rundumer Dumm. Aus Angst möchten schreien und bleiben doch ganz stumm. Da hören sie, wie von fern und doch wieder nah, eine Stimme, wie ein hochfestliches Halleluja. Ihr braucht sind nichts fürchten, ihr hört das Leid. Ich bring in der Botschaft eine ganz große Freude. Inmitten der Nacht ist der Heiland geboren. Der Retter der Welt ist in Bethlehem geworden. Der Jesus und Herr, den Propheten schon genannt, nachdem sie die Menschheit schon allweil hat gesehen. Und das ist das Zeichen dafür, dass man es findet, ein Stall in der Krippen ein Windelkind. Kein Prinz in der Goldwirn, kein Marmorpalast. Ein Zeichen, so zniefe, man übersägert's ja fast. Und dies ist der Gipfel der Herrlichkeit, der Gott unter uns im ewigen Heid. Und kaum haben die Hirten die Botschaft vernommen, da sind ihnen einmal 10.000 gekommen. So festlich hat's gelungen ins Herz und ins Ohr, als war die ganze Welt ein einzigster Festtagschor. So haben die Engel in Bethlehem gesungen, und noch war nicht ganz der Lobgesang
verklungen, da schließt sie der Himmel, verschwunden die Pracht und ist doch da okay in der finsteren Nacht. Wie der Flamme der Blitz oft die durch Dunkelheit zuckt, die Landschaft beleicht, bis die Nacht wieder schluckt. So ist auch die Hirten ein Licht aufgegangen, sind einsichtig geworden und haben zum Gehen angefangen. Haben nicht bloß den Hirterbuben geschickt nach Bethlehem rein, ob er das Kindl erblickt? Jeder hat es gespürt. An der Sache ist was dran. Das geht nicht bloß an, das geht alle an. Auf, Männer, so lohnt sie sich gegenseitig ein. Wir müssen jetzt schleunigst nach Bethlehem rein. Was Gott uns für Kind hat, das wollen wir auch sehen. Und schauen, was heute Nacht in Bethlehem geschehen. Aufbrechen sind Nacht, die keine mehr ist. Sie fassen es nicht ganz und doch ahnen sie es gewiss. Ist oft so im Leben, das Herz längst begreift, dabei der Verstand langsam noch reift. In Bethlehem findest du das himmlische Kind. Im Stall wirst der Engel die Hirten verkind. Maria, ein Josef und Krippen daneben und drinnen das Kind mit seinem zappelnden Lehm. Und wirst das Glorbindel dann genauer anschauen, da kriegt dein Herz erst so richtige Augen. Und weil, wenn's Herz voll ist, der Mund übergeht, darum sagen sie es jetzt laut, wie es ums Kindl etwa steht. Dass mit ihm geboren ist, eine ganz neue Zeit. Der Gott unter uns in der Menschengestalt. Vor allem ein Bruder, wir sind nicht allein. Gott teilt unser Elend und hört unsere Schreie. Und das Kind, das war das Zeichen, wie ernst, dass er es meint. Ein Kind in die Windeln, das lacht und das warnt, ein Gott nah zum Greifen und hören und zum Schauen, ein Gott, der uns anschaut mit menschlichen Augen. Und alle, die es gehört haben, was die Hirten haben gesagt, haben ganz große Augen gemacht
So hat sie's packt. Und Maria, die staunt bloß und merkt sich fürs Leben, was die Hirten dem Kinderl für eine Deutung haben gegeben. Die kehren wieder zurück zu die Schaf und zu der Herd und jubeln zwingt dem, was sie gesehen haben und gehört. Waren nimmer dieselben wie auf Bethlehem zu. Ihr Leben hat einen Glanz gekriegt, ein Glas und eine Spur. Und das war nicht wing. Und das klangert uns auch, wenn man glauben kann, Gott möchte unter uns einer sein. Damit unser Licht ist, ein Weg zeigt uns zu. Wenn das einer begreift, das war schon viel. Und jetzt ist es wieder soweit, dass ich muss fragen, kommt mir nicht jetzt das zweite Mal Amen sagen? Hat man es Sternweiter genannt. Und es waren hübsch gescheit, die Leute. Daheim waren sie in Persien, im Osten weit. Die haben an ihrem Lebtag den Himmel studiert, in der Nacht für sich, für den Mond und für die Sterne interessiert. Hat man es anders nicht gewusst, es war eine alterne Zeit und die Wissenschaft noch nicht so gescheit, als wir heute. Doch was man ferngespannt hat, das geht uns oft an, dass ein Stern der Wegzeuger Gottes sei kann. Das Volk, das im Dunkeln sitzt, schaut ein großes Licht für Israels Herrlichkeit, das wieder sieht. Ein Licht, das auch heidnischen Völkern leicht und Finsternis, das Dunkel, von der Erden verscheicht. Denn ein Kind ist geboren und der Sohn ist uns geschenkt, der Herrscher der Welt, bloß zum Guten mehr lenkt. Ein Friedensfürst, der auf dem Davidsthron sitzt, sei Reich ganz auf Recht und Gerechtigkeit stützt. So haben sie es im Ohr und so klingt's er von fern. Und wie er dann funkelt vom Himmel der Stern, den's deuten nicht Kinder in seiner Pracht, haben's den Stern mit der Botschaft zusammengebracht. Mag's gewesen sein, wie es gewesen ist, es lasst er keine Ruhe. Für sie ist er Frage, der Stern ist eine Spur. Der ist fallen und das nach Jerusalem bringt, wo der Kine Herodes sein Zepter schwingt. Und wie es dem Herodes dann die Aufwartung macht, ihm bestanden haben, wer es nach Jerusalem bracht, ein Stern von einem König, der neugeboren, da ist dem Herodes ganz anders geworden. Doch weil er nicht durchblickt, drum lässt er auf die Schneien die Schriftgelehrten und Priester holen. Lasst fragen,
wie der Kine geboren wird, der Nei. Die kennen sie aus und antworten gleich. In Bethlehem, wie es in der Bibel drin steht. Du Bethlehem Stadt, bist jetzt niewigste nicht. Aus dir kommt der Fürst und ein Herr und ein Hirt, der mein Volk Israel hirt und regiert. Drauf sagt der Herodes, der Rautfuchs, der Schlau, und lädt seine Sterndeuter nochmal zu sich in sein Bau. Und fragt's dann heimlich aus, und die beichten sie ihm gern, wenn er's leichten hat angefangen, der Wunderstern. Und schickt's dann als Kundschaftler Bethlehem zu, und tragt ihn herauf, verfolgt's a jede Spur. Und wenn's dann das Kind gefunden, dann sagt's es auch mir da, damit auch der Kine ihm huldigen kann. Herodes, Schlawiner, wir hören dich schon gehen. So tut's um die und Jerusalem steh. Das heißt wohl die weitfürchte Erscheinung des Herrn, weil's in sich vernarrt, sich selber gern hören. Darum seht's auch keinen Stern und was er bedeutet. Und grad so blind sind auch die kundigen Leute, die die Bibel fast in- und auswendig kennen. Nix inner werden, weil sie inwendig brennen. Man kann um Gott wissen, und's Herz bleibt einem kalt, wenn sein Wort bloß in gehörlose Ohrmuscheln fällt. Ganz anders die Weisen, die folgen dem Stern, denn der Stern ist eine Frage, die's nicht gern überhören. Eine Frage wie der Stern, der im Innersten brennt, den Weg einem markiert und die Zielrichtung nennt. Der Stern, der treibt's an und er zirkt er voraus, auf Bethlehem zu, zum selbigen Haus. Wo's die Mutter Maria und das Kind finden drauf, da hört ihr eine Sternfahrt fürs erste Mal auf. Ihre Freude, die war groß, und sie gingen in die Knie und beten zum Kind mit einem sicheren Gespür. Sind groß nicht umsonst von der Heimat so fern. Das Kind ist in Wirklichkeit erst unser Stern. Der Jesus mit Namen, dann machen's bald drauf die Kisten und Kasten voll Geschenke rauf und bringen dann Weihrauch ein Sackel voll Gold und eine Myrrhe dem Kindl als Huldigung heut. Und jetzt kommt man das dritte Mal Amen sagen, denn die Geschichte, die ist aus. Und doch müssen wir fragen, ob nicht an Weihnachten vorbeigefeiert wäre, dat's etwa bedeuten, bloß einmal im Jahr. Erst wenn die Mitten zur Mitten wird, hast du die Botschaft von Weihnachten wirklich gehört. Dann wird's Herz zur Krippen, dein Stall wird dein Haus, und der Stern über dir, der leuchtet es aus. Und dann waren die Weisen auch nimmer zu dritt, denn du warst der Viert, und sie nahmen die mit. Denn du kundetst da dann, wie sie für andere wären. Ein Weiser, der sie führt zum Bethlehem-Stern.